Was geht ab, YouTube? Heute machen wir, öffnen wir die Squad Battles Belohnung, genau. Die Woche habe ich leider nicht viel gespielt. Ich bin jetzt mal gespannt, welchen Rang wir haben. Oh, lol. Gold 3 hätte ich jetzt echt nicht gedacht, für das, dass ich so wenig gespielt habe. Okay, krass. Ich habe echt gedacht, wir wären Silber 2 oder so. Na gut. Ja, schade. Eigentlich wollte ich wieder auf Gold 1 spielen, aber naja. Ist jetzt das hier geworden. Mal gucken, ob es besser wird, aber ich glaube nicht. Kein Walkout, aber vielleicht ist es Martinez. Gucken. Ah, Romeo. Auch nicht so verkehrt. Ja, gut. Ja. Zweite Bundesliga kann auch weg. Dann Super League. Naja, brauchen wir jetzt auch nicht. Und ja, den Rest kann es eigentlich auch abstoßen. Ja. Ja gut, immerhin 5K rausgeholt. Mit den 3K zusammen sind wir bei 8. Jetzt kommen. Auch kein Walkout, schade. Neves. Ja. Ja. Ruben Neves. Ja gut, das war auch jetzt, ne, zu erwarten. Schade eigentlich, aber ja gut, man darf sich jetzt auch nicht beschweren. Hätte auch viel schlechter sein können. Also so 9K rausgeholt. Ja, lasst es plus minus 11 sein. 11K. Für das, dass man wirklich so wenig gespielt hat, ist nicht schlecht. Ja, Rivals muss ich auch noch spielen. Auch Gott, nicht mal ein Spiel gemacht. Ey, das ist also wirklich, ich habe jetzt noch was vor. Bin mal gespannt, ob ich es schaffe. Ich gebe mein Bestes. Wenn nicht, dann gibt es halt die Woche keine Rivals-Belohnung. Aber ja, ich habe jetzt Kim zum Beispiel neu geholt für 16K, 16,5. Wie kostet der jetzt? Ja, bisschen sogar gestiegen. Geil. So ein kleines bisschen. Ja, gut. Bin mal gespannt. Und ja, genau. Alphonso Davies habe ich auch geholt. Frimpong, genau. Da bin ich echt mal gespannt, wie sich es dann spielen lässt. Und ja, dann wollen wir mal. Ja, ich hoffe, euch hat das Video dennoch gefallen. Lasst Liebe da, lasst ein Like da, ein Abo und am besten noch einen Kommentar. Und ja, das war's von mir, Leute. Macht's gut und Peace.